Also, es geht jetzt darum, mit euch zusammen den neuen Campus zu entdecken, wenn ihr euch dort bewegen möchtet. Dann beginnt ihr so, dass ihr zuerst mal auf der ISB-Webseite den Bereich Campus hier oben auswählt und schon seid ihr in der ISB-Campus-Bibliothek. Wenn ihr am neuen ISB-Campus stöbern möchtet, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Zunächst könnt ihr immer auf der Startseite schauen, was wir aus der Redaktion euch an neuen Inhalten anbieten. Modelle, Audios, Click-to-Transfers, Veröffentlichungen oder Themenkörbe. Ihr könnt hier sehen, was wir neu eingestellt haben. Oder ihr könnt euch direkt über die Navigation inspirieren lassen. Die erste Variante sind die Themenbereiche. Da könnt ihr anhand von Themen einfach mal schauen, was wir zum Beispiel bei Coaching in den verschiedenen Medien so haben. Und erhaltet hier eine Ergebnisliste, die sich sortiert nach den Medienarten. So könnt ihr euch anhand der von uns ausgewählten großen Themenbereiche einfach mal durchklicken. Wie ihr sehen könnt, sind hier Dinge ausgegraut. Das heißt, der erste Schritt sollte immer eure Anmeldung sein. Damit könnt ihr die Inhalte sehen, für die ihr auch berechtigt seid. Eine andere Variante zu stöbern ist die Mediathek. Da haben wir unsere Inhalte nach Medienart sortiert: Schriften, Videos, Audios, Modelle, didaktisches Material, Click-to-Transfer, unsere Themenkörbe oder Merklisten. Hier findet ihr unsere Events in einer Übersicht mit den zugehörigen Eventmaterialien. Hier unsere Didaktik und in dieser Rubrik meine Merklisten und meine Curricula, das heißt euren persönlichen Bereich.